Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online. Ja, diesmal sogar mit einem Gast. Hier, stell dich doch mal vor. Hier ist der Captain Sonny. Hey ho, Leute. Und willkommen zu Mario Kart 8 Deluxe. Yeah. So, und der gute Johnny war erstmal gerade eben so freundlich mir zu helfen, die Auflösung runterzustellen, weil wir haben gerade eben schon mal ein Rennen gefahren und das scheiterte dann natürlich an meiner CPU, wie eigentlich immer. Und ja, jetzt habe ich die Auflösung ein bisschen runtergestellt. Ich hoffe, das ist kein Problem und ich hoffe, jetzt läuft auch alles halbwegs flüssig. Werden wir gleich merken, denke ich, ja. Also ich höre dich schon mal, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen. Also vorhin, da habe ich ihn auch gar nicht gehört und er hat nur jedes zweite Wort von mir gehört. Jetzt hörst du mich doch aber richtig, oder? Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Okay, meine Fahrkünste hier, ich bin jetzt schon zweimal runtergefallen. Aber hey, wenigstens kann man sich jetzt audiomäßig verständigen und das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil. Richtig. Gut. Also die Strecke ist uns allen bekannt natürlich, eine Instrumentalpiste. Ja, seit 2011. Eieiei. Ich habe eine 8 bekommen, das kommt selten vor. Ich bin Letzter. Und ich habe einen goldenen bekommen. Apropos 8, was hältst du eigentlich von der Idee, mal ein Rennen zu machen, wo man nur die Lucky 8 kriegen kann? Ja, finde ich sehr gut, ja. Ich auch. So. Das mal mit einer Bullet Base ausprobiert, das war lustig. Hast du das schon mal gemacht? Oh, apropos Bullet Bill, ich habe einen. Eieiei. Ich sehe dich. Ja, du kommst da angeflogen. Also ich komme eher so angefallen. Ah, nicht. Okay, oieiei. So, warte. So, und nochmal gerade so den Flugstreifen bekommen. Und dann hole ich mir natürlich das... Ich wollte das Doppel-Item. Ich habe versucht, das Doppel-Item und ich krieg wieder einen Pilz. Ah, 6er Platz. Warte, ich kämpfe noch um den 11. Und wie es aussieht, ja, ich bin 11. Yeah. Ja, ich verliere Punkte. Ich auch. Eieiei. Hey, du hast viel mehr Punkte als ich, also... Ja. Na, dann sehen wir uns im nächsten Rennen wieder. Sag mal, Johnny, was ist eigentlich dein Lieblingsweihnachtsfilm? Mein Lieblingsweihnachtsfilm? Ich kenne kaum Weihnachtsfilme. Echt nicht? Mir wurde mal Stirb langsam empfohlen, ja? Ist ein sehr weihnachtlicher Film. Nur weil da an Weihnachten spielt, ist es kein Weihnachtsfilm. Aber ich habe mal damals in der Schule die Lehrer dazu bekommen, Stirb langsam zu gucken. Weil das ist ja ein Weihnachtsfilm. Ja, sehr gut. Mhm. Ja, also mein Lieblingsweihnachtsfilm ist Schöne Bescherung. Kennst du den? Ah, okay. Kennst du ihn? Den habe ich mal gesehen, ja. Ja, hier der eine da, der den Sohn spielt, der ist ja später bei Big Bang Theory gewesen und hat Leonard gespielt. Ja. Ja. Wie er sich gemacht hat über die Jahre. Ja, ist ein guter Film, ne? Mhm. Gucke ich jedes Jahr. Also, kennst du denn wenigstens Kevin allein zu Hause? Ja, natürlich. Natürlich. Den Film habe ich. Klassiker. Ja, natürlich. Oder Edward mit den Scherenhänden kommt immer auch zu Weihnachten. Echt? Ja, es sind Weihnachts-, also es sind viele Weihnachtsfilme, sag ich mal. Ich weiß nicht mehr, um welche Jahreszeit der immer im Fernsehen lief, aber der lief irgendwie, als ich klein war, immer im Fernsehen und dachte ich mir so, den gucke ich irgendwann. Und er lief dann immer in der Woche und dann musste ich ins Bett. Ja, aber hier so Kevin allein zu Hause. Der Grinch, den habe ich gestern geguckt. Ah, ja. Auch ein Klassiker. Den von 2002, kennst du den? Den mit Jim Carrey? Nee, also Weihnachtsfilme, da bin ich wirklich, da wirklich hier. Die Weihnachtsgeschichte, ne? Ja. Die ist ja noch so. Die ist gut. Die kennt jeder. Ja. Da gibt es ja auch gefühlt 1000 Versionen von.
Ich finde die Disney-Version ganz gut, ehrlich gesagt. Die mit Jim Carrey oder welche? Ne, die Zeichentrick eigentlich, mehr oder weniger. Mit Dagobert Duck? Nee, das ist schon so mit, schon. Also, das ist nicht mit den Disney-Klassik-Charakteren, sondern halt von Disney gemacht, sozusagen. Also, diesen, halb. Also, der gezeichnet ist, aber irgendwie mit echten Schauspielern oder so. Meinst du den? Ja, ich glaube, den habe ich mal gesehen. Das Ende. Sehr gut. Ja. Nächstes Rennen. So, da sind wir wieder. In der Pause wurden wichtige Sachen über die Weihnachtsgeschichte besprochen. Okay. Und ja, da morgen ja Weihnachten ist, also wenn ihr das Video seht für uns in ein paar Tagen, da gibt's natürlich auch was Schönes zu gucken für euch. Ihr kriegt zwei Parts South Park statt einem. Ihr kriegt auch noch ein Mario Kart Part extra am Heiligen Abend. Ich nehme ihn sogar erst am Heiligen Abend auf, damit er höchst aktuell ist. Ja, und das war's eigentlich. Und bei dir, so gibt's bei dir auch was an Weihnachten zu gucken? Sehr schön. Oh ja, das kann ich ankündigen tatsächlich. Und zwar gibt es am ersten Weihnachtstag, Feiertag, also am Sonntag, gibt es eine Real-Life-Monopoly-Ausgabe. Ich habe gegen Marius die Zelda-Edition von Monopoly gespielt. Und wir haben das aufgenommen. Und ja, das kann man sich dann anschauen. Ja, apropos Monopoly und Weihnachten, da kann ich auch was droppen. Ich weiß nicht, aus einer sicheren Quelle, also mein Bruder hat es mir gesagt. Ich krieg Monopoly von ihm zu Weihnachten. Oh. Ja. Weißt du schon welches? Peaky Blinders. Ah, oh. Ja. Cool. Ich bin ja ein riesiger Fan der Serie und alles und das habe ich ihm dann mal gesagt und dann hat er das halt bestellt, weil Monopoly halt mein Lieblingsbrettspiel ist. Und dann steht er irgendwann in meinem Zimmer und fragt mich nur so, soll ich das einpacken? Brauchst du das? Ich so, ja. Sehr gut. Dann geht er, kommt wieder. Wo ist Geschenkpapier? Weißt du das? Ja. Ja, und er kriegt von mir ein Shirt mit Mario drauf. Ja. Und ein Switch-Spiel. Hier, das neue Mario & Rabbids hat er sich gewünscht von mir. Sehr schön. Ja. Oh, schon vorbei? Das ging ja schnell und ich bin Letzter. Eieiei. Ja, bin ich gewöhnt. Nächstes Rennen. So, weiter geht's auf Paris. Also da können wir nochmal Glück haben, weil zur Auswahl stand Donut-Ebene 3. Und bei Donut-Ebene 3 kommen bei uns so eine Art posttraumatische Belastungsstörung wieder hoch. Okay. Wartenschnecke, ja? Ja. Jetzt klingelt's bei ihm. Also, wer sich interessiert, was wir da labern, schaut mal auf Johnnys Kanal. Wir haben da mal Super Mario Kart Let's Play Together gemacht. Und ein bisschen gelitten auf Donut-Ebene 3. Ah, ja, stimmt. Nee, ein bisschen doll über einen längeren Zeitraum. Also die Switch-Version ist mir davon lieber. Mir auch. Die Switch-Version ist mir sowieso am liebsten. Das ist mein Lieblings-Mario Kart mit Mario Kart DS zusammen. Ja, man kann das gut spielen, ja. Und vor allem, weil hier jetzt die ganzen DLC-Strecken... Scheiße, ich wollte in die falsche Richtung. Da fahren wir ja einiges sogar von. Vorhin New York, jetzt hier Paris, ne? Merci beaucoup, oder? Baguette. So. Baguette. Croissant. Merde. Croissant. Kapitulation. Ganz viele französische... Jawohl. Hattest du denn Französisch in der Schule? Ist ja auch so ein Ding, was voll viele haben. Nein. Nee, was hattest du denn? Ich hatte das mal für 2 Wochen bei einem Kurs namens Duolingo, ja, war dann auch aufgehört. Nee, ich hatte in der Schule 3 Jahre Dänisch. Ich kann nur kein Wort mehr, das ist das Problem an der Sache. Na, hast du gerade vorher gesagt, Baguette und so. Ja, ich habe gesagt Dänisch, nicht Französisch. Champagner. Ne? Strümper. Champagner für Silvester. Echt? Heißt das Silvester?
Nee, nee, aber manche haben das sicher nicht. Ich nicht, ich bin arm. Nee, Silvester ist ja auch bald. Aua. Ja. Oh, letzte Runde. Ja, schon lange letzte Das Runde. merke ich immer viel zu spät, aber ich habe einen goldenen und kann deswegen die Abkürzung nehmen. Ich komme, Johnny. Ja, Hey. du bist noch vor mir ins Ziel gegangen. Oh, Pluspunkte, geil. So, jetzt kommt noch ein Rennen. Und weiter geht's auf Hyrule's Piste, ja. Sehr beliebt, sehr bekannt, ne? Hier. Zelda. Was ist denn eigentlich dein erstes Zelda gewesen, was du je gespielt hast? Link to the Past. Oh, echt? Ja, aber später als es erschienen ist, Ja, bei mir logischerweise. auch. Ja, so bei mir war das erste Zelda Spirit Tracks und das mochte ich gar nicht. Ja. Und dann A Link to the Past war dann das erste, was ich dann mochte. Ja, das war gut. Gerade nicht übers Schwert gekommen, schade. Nee, das habe ich mir damals, da habe ich mir meinen Super Nintendo wieder neu gekauft. Und da hatte ich dann erst keine. Sp Ich hatte ein Spiel. Und dann habe ich irgendwann mal hier bei meiner Großtante ganz viele Super Nintendo-Spiele geliehen. Und da hatte ich dann auch Zelda. Und das habe ich dann gutens Gewissen versucht, soweit wie halt ein 10-Jähriger kommt mit einer UK-Import-Version. Und vom Roten getroffen. Freust du dich noch auf das neue Zelda? Meinst du dieses Breath of the Wild 2? Ja. Ich muss den ersten Teil tatsächlich nochmal durchspielen. Okay. Aber ich werde am Release-Tag im Laden stehen und es mir holen. Sehr gut. Und das Schwert schon wieder verpasst. Ich habe da neulich in der Enso einen Artikel über das neue Zelda gelesen. Mit neulich meine ich vor 2 Monaten oder so. Sehr gut. Ist schon ein bisschen her. So, jetzt gerade erstmal gekonnt, ein paar Bananen ausgewichen und rüber da. Bin gerade mal ausnahmsweise auf Platz 1. Da muss ich jetzt drum kämpfen hier, Ich bin den ausnahmsweise mal behalte. um Pla. Und ich wurde vom Blauen getroffen. Nein, verdammt! Also nicht wegen dem Blauen, sondern weil ich die Abkürzung ja offen gewesen und ich bin gegen die Wand gefahren. Echt? Mann. Das hatte ich die ganze Zeit vor. Das glaubst du nicht, wie oft mir das passiert ist? Da ist gerade jemand verschwunden vor mir. Ja. Und los geht's mit dem goldenen Shroom. Ach, und dadurch spielt die CPU verrückt Ui, und ich habe das keine war. Kontrolle mehr. Hier da Platz immerhin noch. Ich werde Das nicht nehme ich. letzter. Ich bin Das nehmen vorletzter. wir auch, ja. Jawohl. Ja. Das waren dann alle 5 Strecken, also haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Bye bye.